Die Firma Klinger in Gumpelskirchen lud zu einem Betriebsbesuch. Der traditionsreiche Familienbetrieb präsentierte dabei seine Erfolgsbilanz. Unter den Gästen war auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Die Firma Klinger ist der weltweit führende Hersteller und Anbieter von Industriedichtungen und Armaturen. 1886 als Familienbetrieb gegründet, präsentiert sich das Unternehmen heute als weltweit agierende Gruppe. Der Firmensitz ist nach wie vor in Gumpoldskirchen. Bundesministerin Margarete Schramböck, Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und EcoPlus-Geschäftsführer Helmut Nelitzki statteten der Klinger-Gruppe einen Betriebsbesuch ab und informierten sich über die aktuelle wirtschaftliche Lage. Es ist ein vorbildliches Unternehmen für Österreich, für den ganzen Standort, nicht nur für Niederösterreich. Und die kombinieren beides, ihre Familiengeschichte, die viele Jahrhunderte zurückgeht, und mit der Innovation und mit neuen Themen. Neue Technologien werden angewendet und in alle Welt exportiert. Das Unternehmen wächst, unsere Wirtschaft brummt, das ist genau das Richtige. Es freut mich sehr, dass die Firma Klinger bei uns hier in Niederösterreich ihren Standort hat. Es ist wahrlich ein Vorzeigebetrieb, es ist ein Leitbetrieb Niederösterreichs, aber auch Österreichs. Und die Firma Klinger ist sehr, sehr innovativ, ist ja auch Weltmarktführer im Bereich der Dichtungen. Und wir haben uns heute davon überzeugt, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Denn hier wird sehr viel in Innovation investiert. Hier beschäftigt man sich intensiv auch mit dem Thema Digitalisierung. Und ich glaube, die Firma Klinger wird noch große Erfolge feiern. Was ist das Geheimnis von dieser Firma? Das Geheimnis der Firma sind sicherlich die Mitarbeiter. Ganz klar, gerade die 300 hier genannten, alles Top-Mitarbeiter, super Ausbildung. Das ist einmal der erste Faktor. Das zweite ist natürlich das Produkt selbst. Wir sind ja, oder die Firma Klinger ist ja ein Miterfinder dieser Industrie, sowohl der Dichtungsindustrie, aber auch der Anzeiger, auch in der Armaturenwelt sind wir höchst innovativ, immer noch, und wir waren es schon vor 130 Jahren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und die Marke Klinger ist in diesem Bereich, also in unseren Geschäftssegmenten, eine richtige Weltmarke, die wir schützen, die wir pflegen, die wir hegen. Und die bringt uns auch die Vorteile, dass wir in internationalen Projekten und bei internationalen Kundschaften sehr, sehr gut etabliert sind. Klinger Dichtungstechnik erfüllt zwei wichtige Hauptaufgaben. Zum einen ist die Firma ein Innovationszentrum für die Entwicklung revolutionärer Dichtungsmaterialien und Dichtungslösungen und zum anderen produziert man hochwertige Produkte, wie zum Beispiel spezielle Dichtungsplatten. Das ist unsere Kernkompetenz, das ist unser wichtigstes Produkt, würde ich einmal sagen. Vor allem natürlich für den österreichischen Teil des Unternehmens. Das produzieren wir hier, exportieren wir in die ganze Welt. Und da sehen wir auch einiges Wachstumspotenzial für die Zukunft. Sie sind ja in 60 Ländern vertreten. Hier in Österreich haben Sie zwei Standorte, einmal hier in Niederösterreich und in Oberösterreich. Als Unternehmen sind wir natürlich am Standort hier in Gumpoldskirchen. Wir haben unsere Partnergesellschaften seit Jahrzehnten in vielen verschiedenen Ländern und die nehmen dort die Verantwortung wahr. Ich glaube, es ist die Stärke der Klinger-Gruppe, dass sie in jedem Land, in dem sie tätig ist, als lokales Unternehmen wahrgenommen wird. Klinger England wird als englisches Unternehmen wahrgenommen, Klinger Holland als holländisches Unternehmen und so weiter und so weiter. Und das ist, glaube ich, unsere Stärke. Vielleicht macht uns das auch als österreichisches multinationales Unternehmen ein bisschen aus. Für Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger sind es Vorzeigebetriebe wie die Firma Klinger, die zeigen, dass intensive Investitionen in die Wirtschaft wichtig sind. In Niederösterreich wird heuer so viel investiert wie überhaupt noch nie. In Vorkrisenzeiten waren es 5 Milliarden Euro, heuer sind es sagenhafte 8 Milliarden, also um 3 Milliarden mehr. Das ist für mich der beste Beweis, dass der Wirtschaftsstandort Niederösterreich ein guter ist, weil die Betriebe könnten ja überall hingehen auf der Welt. Aber meine Aufgabe ist es auch, die Betriebe bestmöglich zu unterstützen, dass sie hier wachsen können, dass sie hier Arbeitsplätze schaffen, weil das sichert den Wohlstand in unserem Land. Ja, wir können ganz besonders auf die niederösterreichischen Betriebe stolz sein. Sie sind so gut durch die Krise gekommen und sie wachsen noch mehr als andere Unternehmen. Das sind die Industriebetriebe, die Gewerbebetriebe, die Dienstleistungsbetriebe. Also Niederösterreich hat hier eine Vorbildrolle.